Hallo, ich meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von den Hammer Chroniken Crusader Kings 2. Und beim letzten Mal sind wir ja stehen geblieben hier im wunderschönen Hammerreich. Wir haben es geschafft, quasi ganz Schweden unter Kontrolle zu bekommen. Innerhalb von sehr kurzer Zeit haben wir Smallland den Krieg erklärt und sie unterworfen. Und unser Vasall Ostergotland hat es geschafft, ganz Uppland zu unterwerfen. Uppland, wie auch immer, zu unterwerfen und ja, damit ein ziemlich dicke. Hat damit ein ziemlich. Sich selbst zu einem ziemlich starken, mächtigen Vasallen von uns selbst gemacht. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das große Schöne ist ja eigentlich, dass er ziemlich. Nicht gerade so beliebt ist. Deswegen wäre es möglich, ihn zu töten und dafür zu sorgen, dass sein Gebiet aufgeteilt wird unter seinen drei Brüdern. Es würde sie alle etwas schwächer machen und natürlich unsere Position im Endeffekt stärken. Deswegen bin ich gerade am Überlegen, ob wir ihn vielleicht beseitigen wollen. Und die Antwort ist ja, wollen wir. Auch wenn wir gehasst werden, sobald das rauskommt und auch weil es nicht klappt. Okay, dann halt nicht. Man will ja nichts erzwingen. So, was ich ansonsten mir noch gedacht habe, war, dass wir uns jetzt hier hinstellen und sagen, wir erobern Sapmi, bevor unser Vasall auch noch auf die blöde Idee kommt, es selbst zu tun. Machen wir es lieber. Denn, wie gesagt, ich habe kein Interesse daran, dass unser Vasall da auf die blöden Gedanken kommt und das macht. Das können wir ganz gut selbst gebrauchen alles. Ja, also unser Ziel ist es jetzt, wie gesagt, erstmal, mein Ziel ist es jetzt erstmal zu versuchen, Schweden unter Kontrolle zu bekommen. Und zwar so, dass unser Vasall da nichts macht. Was willst du denn? Akin töten, Verschwörung beenden bitte. Danke. So, wir nehmen jetzt unsere Truppen natürlich jetzt nach Norden hier und erledigen die Typen schnell. Was wir auch machen könnten, wäre Somi den Krieg erklären. Aber es gibt dann doch schon ein paar zu viele Sumonesken, die dann doch etwas zu stark sind für meinen Geschmack. Ja, du bist slawisch, dann ist alles in Ordnung. Aber normalerweise starten der hier drüben auch germanisch, aber der ist mittlerweile slawisch geworden. So ein Verräter an seinem Glauben. Ich kann das nicht glauben. Ich kann das einfach nicht glauben. Okay, wir versuchen sie zu kriegen. Natürlich können sie gerade so in letzter Sekunde noch entkommen, wie immer. Ist ja die KI, beziehungsweise ist halt Paradox-Spiele, da schafft es jede Armee. Ach Gott, das ist doch nicht euer Ernst. Wie klein ist denn der Abstand? Der ist doch nicht größer als hier. So, jetzt dürften sie eigentlich nicht entkommen können. Nö. Wir haben eine Tochter bekommen. Oh ja. Ach. Das Kind der Wildnis. Wir können sie legitimieren. Als mein Kind anerkennen oder einfach denunzieren. Machen wir das mal so. Und kriegst keinen Namen. Du bist mir scheißegal. Du bist nicht mein Kind. Ich habe dich noch nie zuvor in meinem Leben gesehen. Nee, nee, nee. Nee, nee. Wie? Das ist das Kind der Frau, die ich aus der Wildnis mitgebracht habe, nachdem ich eine Nacht in ihrer Hütte geschlafen habe. Nee. Nicht, dass ich wüsste. Ich kenne diese Frau nicht. Nein. Ich habe mir ihre Hütte nur angesehen. Ich war an der Immobilie interessiert, weil sie eine schöne Seelage hatte. Aber mehr ist nicht passiert. Oh, guck mal, ist das ein fliegendes Schweinchen? Okay. Wir kommen jetzt langsam mal in Sapmi an. Ist ja schön, wie lange wir brauchen, um da anzukommen. Bäm, haben wir ausgelöscht und dann wird das schön belagert. Wären wir jetzt christlich, würden wir hier so unglaublich viele Verluste erleiden, dass wir quasi uns zurückziehen müssten. Diesen scheiß Verschleiß bei Heiden. Oh, was ist denn hier passiert? Der von Smallland hat sich zum Typen von Estland umbenannt. Hält aber immer noch das Ding von Smallland. Ich würde es gerne übernehmen, aber ich habe kein Geld. Mist. Gehen wir demnächst nochmal auf Plündertour. Oh, was für einen Krieg bist du jetzt drin?
greift König Anke von Lothringen norwegische Invasion von Friesland an. Ach, Friesland, ey, komm, hol dir Seeland, du Idiot. Nein, der Typ holt sich Friesland. Ach, so eine Pfeife. Warte, Allianzen, ja, den König von Ostfranken. Alter, der zieht einiges an Truppen hier zusammen. Mein lieber Scholli. Okay, zeig mal ganz kurz, wie es aussieht. Ich hab die hier markiert. Okay, oh, du bist mit einigen im Krieg. Auf jeden Fall. Okay. Forderung erzwingen. Sehr gut. Und damit haben wir dann Sapmi erobert. Das sieht doch schon mal viel besser aus, unser Schriftzug hier, wa? Okay, dich lassen wir freikaufen. Und dann holen wir uns noch Leute an den Hof. Ein paar heilige Männer, würde ich sagen. Die wir dann ganz gemächlich mit ein paar Titeln ausstatten. Gott, wieso können die uns alle nicht ausstehen? Ist ja nervig. Okay, Landtitel gewähren. Du bekommst die Ländereien des Häuptlings von Lappland. So, Lappland gehört die Jure mäßig zu Norrland und damit gehört die Jure mäßig dir. Was ich natürlich nicht mag. Ich möchte nicht, dass du noch mehr bekommst. Aber wir haben keine anderen Vasallen. Wir können dir das geben. Naja, ich würde sagen, wir übertragen dir den Vasallen von Lappland. Wollte ich nicht zu stark machen, aber so geht's noch. König Einfach der Schlechte hat... Ey, nein! Einfach der Schlechte hat eine Reine des Häuptlings von Halland, von Arni von Halland geerbt. Halland. Da! Hey, geil! Passt ja bei Skorne. Skorne ist ja unser... eines Zentralherzogtum. Das heißt, den wollen wir gerne behalten. Oh, was sehen meine müden Augen? Eine ostfränkische Revolte. Unter Führung des dämlichen Sachsenarschs. Ja, ich glaube, da wissen wir genau, was wir zu tun haben. Erstmal müssen wir jetzt was loswerden. Und zwar würde ich sagen, wir geben Gotland und irgendjemand anderen ab. Gotland brauche ich nicht. Du kriegst Gotland, weil du mich halbwegs leiten kannst. Und dann... beanspruche ich Holstein, weil es rechtmäßig mir gehört. Wieso kann ich meine Verbündeten nicht zu den Waffen rufen? Das wundert mich gerade. Haben sie das Vasall, das Stammesding ein bisschen überarbeitet? Ich habe das Gefühl, dass es sich ein bisschen geändert hat. Oh, das riecht nach aufgebackenen Brötchen. Oh, ich krieg Hunger, wenn ich hier sitze. Okay, hey, warte mal, wir haben ganz schön viel Geld auf einmal. Wir könnten Sachen machen. Ah, du bist schon wieder im Krieg. Warum bist du die ganze Zeit im Krieg, du Pfeife? Egal. Gotland können wir erschaffen. Wir können das Königreich von Schweden erschaffen. Wow. Aber nein, verzichte. Und wir können, wie gesagt, Ostergotland erschaffen. Svifjord. Dieser Typ von Svifjord die ganze Zeit. Die kann ich auch nichts geben. Wir geben dem Gotland das Jahretum von Ostergotland. Dann sind wir den hier schon mal los. Und dich würde ich so unglaublich gerne töten. Das glaubst du nicht, wie unglaublich gerne ich dich töten würde. Aber egal, wir müssen uns in Geduld üben. Denn momentan ist es wichtiger, dass wir diesen Drecks, diesen Sachsenarsch hier, der in Lüneburg auf seiner fetten, auf seinem fetten Arsch hockt, wieder Holstein abknöpfen. Denn Holstein gehört uns rechtmäßig, von rechts wegen. Also bitte. Oh, 12.000 Norweger. Was hat der, wie macht der das? Das geht doch gar nicht. Der kann doch nicht 17.000 Mann unter Kontrolle halten. Komm schon, das ist Norwegen. So fett ist es nicht. Der muss unglaublich viele Stammesarmeen rekrutiert haben. Wie sieht es mit seinem Prestige aus? Alter, was ist das für ein kranker Typ hier oben? Wow, der ist heftig. Der ist echt heftig. Mit dem möchte ich gerne, solange es geht, Frieden bewahren. Oh, was sehe ich gerade? Er ist besessen? Er ist besessen. Okay, interessanter Charakter auf jeden Fall.
Aber ja, ich krieg. Oh, nochmal, Alter, was für viele Truppen der. Fick dich, Spiel, fick dich, weißt blöder Scheiß. Okay. Keine deiner Allianzen kann gerade in einen Krieg beitreten. Das ist natürlich schade. Du hast trotzdem 11.000 verdammte Mann unter deiner Kontrolle. Wie zur Hölle machst du das? Ja, ich will Ostfranken, Ostfranken. Ich will das Ding haben, aber ich krieg's nicht. Haben wir noch Waffenstillstand? Nein, haben wir nicht. Okay, dann hole ich mir den Jura-Anspruch auf Nerke. Könnten uns ganz gut hier breit machen. Der romulanische Glaube ist gar nicht mal so weit verbreitet, sondern halt nur in diesem Gebiet. Deswegen kann man die meistens ganz gut erobern. Hey, Belägerer kriegt die erhöhte Verstärkungsrate. Das ist gut. Wo wir sie hier gar nicht nötig haben. Ich glaube, wir schicken unseren Marschall wieder dazu, einen Überfall zu organisieren. Und belagern dann doch lieber hier weiter. Nähre. Ich glaube, wir bleiben dann einfach hier stehen und schicken unsere Truppen nicht rüber nach Kalevan. Das wäre vollkommen unnötig und Verschwendung von Truppen. Okay, also ich habe dieses dumpfe Gefühl, dass Norwegen diesen Krieg gewinnen wird. Ich weiß nicht ganz wieso. Aber irgendwie haben die halt scheiße viele Truppen. Ach hier, Friesland, das holen sie sich. Nicht das hier, sondern das hier. Oder was ist das für ein Krieg? Invasion von Friesland. Der holt sich das Königreich von Friesland. Scheiße, Norwegen, Alter. Die sind böse. Norwegen wird mächtig. Aber wir müssen doch hier rüber rennen. Als hätte ich es geahnt. Oder akzeptierst du Frieden? Natürlich nicht. Wir brauchen die 100%. Hey, warte mal. Da landen Truppen an. Bin ich mal gespannt, wie das dann da unten aussieht, wenn Norwegen fertig ist. Und wir haben die 100%. Forderung erzwingen, sehr schön. Okay. Ich bin gerade überlegen, ob wir uns wirklich vielleicht so ausbreiten wollen und dann uns Braunschweig unter den Nagel reißen. Aber wir können keinen Heiligen Krieg. Also am liebsten würde ich es natürlich mit einem Heiligen Krieg machen. Aber das, die Eroberung von Barcelona, jetzt ernsthaft? Ehrlich. Sattelt mein Pferd, nochmal den weißen Bären. Natürlich. Meine subjektiven Meinungen haben mir schon immer mehr Lob als Kritik eingebracht. Wer hätte gedacht, dass Launhaftigkeit etwas Positives sein könnte? 15 Prestige. Ja, der Typ hat seinen Sitz verlagert. Er hält halt beide Gebiete jetzt, aber das ist mir relativ wurscht. Ah, sehr gut. Mittlerweile ist es also möglich, dich zu töten. Scheinbar doch nicht. Aber mir wird eine höhere Zahl angezeigt, als eigentlich da ist. Na super, ich liebe es, wenn das passiert. Oh, warte mal, da war was von der Versch. Was machst du? Oh, erst Truppen an. Ah. Schön, dass mir nicht mal angezeigt wird, was hier ist. Von Westergautland. Von Ostergotland. Oder von Irland. Ach, wir können hier nur kleinere Gebiete abziehen. Von Austergotland, von Westmannland wahrscheinlich und von Orland. Okay. Also nicht das, worauf ich eigentlich gehofft hatte. Ich habe gehofft, ich könnte ihm Herzogtum entziehen. Dann machen wir das hier einfach mal.
Ja, dann gib mal her. Du willst also nicht anders als Krieg führen. Meinetwegen. Ich werde es bereuen wahrscheinlich. Die hier auflösen und dann, ja, will er Krieg führen. Dann kriegt er den Krieg. Wenn er ihn möchte, dann kriegt er ihn. Dann ist er ein Verräter. Dann kann ich ihm noch mehr Titel entziehen. Hey, unser Erbe braucht einen Vormund. Sehr schön. Den bilde ich aber persönlich aus. Wir brauchen einen guten Erben, nicht so einen scheiß Herrscher, wie wir jetzt gerade bekommen haben. Obwohl er sich schon als relativ nützlich erwiesen hat, jetzt mittlerweile. Ihr verbringt Wochen in der Wildnis und sucht nach einer Spur eurer Beute, seid aber gezwungen, mit leeren Händen zurückzukehren. Ihr seid sicher, dass man eure gescheiterten Abenteurer niemanden beeindrucken werdet. Aber es ist meine eigene Schuld. 20 Prestige kann ich mir noch leisten, zu verlieren. So, und dann müssen wir ganz schnell das Kriegsziel belagern und dann werden wir seine Truppen auslöschen. Die sich da nördlich von uns versammelt haben. Ja, wir sind den Haus überlegen. Hätte er sich früher überlegen sollen, ob er uns den Krieg erklärt. Beziehungsweise ob er sich uns weigert, aber es ist die KI. Die denkt da nicht so richtig drüber nach, wie das Kräfteverhältnis aussieht. Okay, wir bauen jetzt auf jeden Fall hier mal die Schanze aus Erde. Da sind sogar schon Sachen ausgebaut worden in anderen Gebieten. Das ist ja interessant. Wenn wir erstmal in allen unseren Gebieten für eine Schanze aus Erde sorgen, dann haben wir das nämlich. Okay, jetzt tatsächlich haben wir nur noch ein einziges Gebiet. Boah, hier. Haben wir schon fast die Burg. Okay, sehr gut. Die beiden werde ich auch nicht auf ewig behalten, deswegen mache ich mir da gar nichts draus. Ich muss was trinken, Alter. Ich habe gerade total einen trockenen Hals. Moment, Entschuldigung. Na, ich würde mal sagen, wir beenden die Folge für heute. Oder mit dem Krieg? Nee, machen wir nicht. Machen noch kurz weiter. Auch weil mein Hals mich gerade fast umbringt. Okay. Ostergotland unter Kontrolle. Natürlich haben wir direkt noch Westermannland verloren, aber egal. Das kriegen wir schon. Wie gesagt, schnell die Armee auslöschen. Beziehungsweise mindestens einmal schlagen. Dann die Festung stürmen und die Truppen jagen. Euer getreuer und zuverlässiger Jagdhund hat schließlich seinen letzten Atemzug getan. Er hat euch lange gedient, seitdem ihr ihn als Welpen geschenkt bekommen habt. Doch nun ist es an der Zeit, euren alten Freund zu Grabe zu tragen. Er verdient ein richtiges Begräbnis. Oh Mann. Mein armer kleiner Hundi-Wundi. Okay, immer sicherheitshalber gucken, ob er immer noch in anderen Kriegen verwickelt ist. Nicht, dass ihm irgendwelche Arschgeigen wieder Gebiete abknüpfen wollen, so wie sie es in Sachsen damals gemacht haben. Oh, wie ich diese hasse, diese Sachsen da unten. Aber keine Sorge, Ostfranken. Du wirst schon auch dein böses Erwachen erleben, wenn ich mich... Hey, jetzt habt ihr nicht mehr so viele Truppen. Nicht mal ansatzweise mehr so viele Truppen. Schade, dass ich ja genau jetzt im Krieg bin. Was für Zufälle es doch gibt. Ich hol mir meinen Holstein zurück, glaub mir. Ich bin ein richtiger Däne. Dänen wollen immer Holstein haben. Ich meine, ein richtiger Hammer. Oh, meine Gattin Ingegirt fragt mich, ob ich eine Affäre mit Burdil habe. Ihr frostiger Gesichtsausdruck verrät nichts darüber, ob sie es weiß oder nur vermutet. Lügt und bereitet ein schlechtes Gewissen wegen der Frage. Schön, Intrige ist gut. Hehehehe.
Sehr gut. Wir bereiten hier ein schlechtes Gewissen. Aber mal sehen, ob das Auswirkungen überhaupt haben wird. Wie es momentan eigentlich aus? Immer noch nur in diesem Krieg. Gut. Mach mir jetzt immer Sorgen. Ich traue dir nicht mehr. Norwegen ist immer noch in seinem kleinen Krieg hier verwickelt. Wir sollten uns eigentlich mal beeilen, dir den Krieg zu erklären. Ne? Du hast nicht mehr so viele Truppen. Gar nicht mehr. Überhaupt keine Truppen eigentlich mehr. Und solange du in diesem Krieg bist, kannst du deine Leute auch nicht dazu rufen. So ein Volldär lebt zu buchstäblich in der Küche, solch ein Vielfraß. Gefräßig. Ah, Verwaltung minus 2 ist nicht gut. Okay, sehr schön, er ist gemäßigt geworden. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Verwaltung können wir gebrauchen, wir müssen ziemlich viele Gebiete gleichzeitig zusammenhalten. Deswegen ist Verwaltung ein recht wichtiger Wert für uns. Da wir relativ hohe eigene Aufgebote brauchen. Zur Not müssten wir dann halt einfach unsere Kronautorität erhöhen. Um unsere Domänengröße höher zu halten. Okay, sehr schön. Wir haben die 100%. Forderung erzwingen. Und du wirst nicht mal eingekerkert, du Sack. Aber jetzt hast du so langsam viele Leute gegen dich aufgebracht. Das ist gut. Das ist gut. Den Vasallen übertragen wir mal an dich. Ist schon richtig. Hast uns gut gedient. Du bist ein guter Vasall. Ich mag dich. Auch wenn mir der wahrscheinlich irgendwann zu mächtig wird. Aber momentan geht's noch und außerdem sind wir sein Nachfolger. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir zu Ostfranken. Nochmal sicherheitshalber gucken. Er kann keine Leute hinzurufen, hat kaum Truppen. Krieg erklären, Holstein beanspruchen. Und ich würde sagen, wir holen jetzt noch eine Stammesarmee dazu. Und dann sammeln wir die Truppen in Holstein. Ich krieg jetzt mein Gebiet hier zurück. Das kannst du vergessen, dass du das irgendwie noch behältst oder so. Wieso kann ich um den nicht ernennen? Das ist merkwürdig. Ah, merkwürdig. Sehr merkwürdig. Ach, wahrscheinlich, weil er gerade noch eine andere die Einladung in Betracht gezogen hat. Konnten wir ihn gerade nicht zum Marschall ernennen, aber jetzt dürfte es möglich sein, ja. Habe ich es noch geahnt. Ach ja, ich würde die Folge beenden. Scheiße, schon wieder im nächsten Krieg drin. Dann machen wir diesen Krieg im nächsten Part weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.